meine Lieben, hier ist wieder eure Miss Sunshine. Willkommen auf meinem Kanal und heute gibt es meine Hautpflegeroutine für euch und zwar, was ich abends so mache. Und ja, meine Haut ist nicht ganz hundertprozentig rein, aber sie ist viel besser geworden, seitdem ich beim Hautarzt war. Und ja, ich kann euch auch mal Tipps und Tricks gegen Pickel oder gegen Hautunreinheiten zeigen, wenn ihr möchtet. Und jetzt zeige ich einfach meine abendliche Hautpflegeroutine. Und wie ihr seht, war ich beim Friseur. Allerdings hat mir die gute Frau ein bisschen zu viel von meinen Stufen abgeschnitten, aber egal. Ich finde es auch ganz schön, vor allem im Zopf oder so. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach die Produkte, die ich so benutze, wenn ich mich abends abschminke oder wenn ich mal etwas mehr mache als nur abschminken. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und los geht's. Zuerst geht's natürlich ins Bad, wo ich mich dann abschminke. Und ja, meine Haut ist eigentlich ganz gut geworden, außer auf der rechten Seite. Da habe ich noch ein paar Pickel, aber ja. Vielleicht solltet ihr noch wissen, dass ich Mischhaut habe, also habe ich halt so eine fettige T-Zone. Ja, zuerst benutze ich dann so ein Waschtuch, womit ich mein Gesicht befeuchte. Und sonst wasche ich auch noch mein Augen-Make-up ab, aber am Dienstag habe ich das jetzt erst später gemacht, weil ich das am Nachmittag gefilmt habe. Als erstes befeuchte ich dann mein Gesicht mit einem Waschtuch. Danach nehme ich mir diese Reinigungsbürste von Ebelin zur Hand, weil ich keine elektronische habe und benutze dieses Lubexyl-Reinigungsgel. Das hat mir der Hautarzt verschrieben, was so gegen Akne hilft. Und das benutze ich teilweise immer noch, aber nicht immer. Das gebe ich dann auf die feuchte Bürste auf und wasche mir damit mein Gesicht. Und das lasse ich dann auch 2 Minuten einwirken. Während die Reinigungsmilch dann einwirkt, das sind nur meistens 1-2 Minuten, putze ich dann meine Zähne und wasche das Ganze auch mit diesem Reinigungslappen wieder ab und trockne dann mein Gesicht mit einem Handtuch. Wenn meine Haut eigentlich ganz gut ist und ich nicht dieses Lubexyl benutze, benutze ich diese Reinigungsmilch von Nivea, die finde ich auch ganz gut, so eine sanfte Reinigungsmilch und die benutze ich auch sehr gerne. Wenn ich dann etwas mehr für meine Haut tue, benutze ich dieses Pfirsich-Peeling von Hildegard Borgmann. Das finde ich super, das macht die Haut echt richtig weich und dafür mache ich mein Gesicht dann wieder ein bisschen nass und trage das Ganze mit meinen Fingern auf, weil ich finde, dass es einfach ein besseres Ergebnis bringt. Und das massiere ich dann auch in meine Haut ein und wasche es dann direkt ab. Meine Lieblingsmaske ist die von The Body Shop, diese Blue Core Mask, und die benutze ich natürlich nicht direkt mit dem Peeling, aber daher wollte ich es euch einmal demonstrieren und ja, das habe ich euch auch schon in etlichen Favoritenvideos gezeigt und ja, das trage ich jetzt so grob mit meinen Fingern auf, einfach an die Stellen, wo ich das jetzt brauche und lasse dann es auch 15 Minuten ungefähr einwirken. Das Ganze wasche ich dann natürlich auch noch wieder mit so einem feuchten Waschlappen ab und trockne mein Gesicht dann wieder trocken mit meinem Handtuch. Als Creme benutze ich dann einmal diese Acne Creme Plus Creme von Widmer, die habe ich auch verschrieben bekommen, die könnt ihr aber auch einfach so kaufen, glaube ich. Und ja, die hilft gegen Akne und Pickel und die ist echt gut. Und die trage ich dann einfach auf die Stellen auf, die betroffen sind und klopfe das so ein bisschen ein. Und auf die Stellen, die ein bisschen Feuchtigkeit brauchen, trage ich dann diese Mandelcreme von Velleda auf oder wie die Marke heißt. Und das spendet echt viel Feuchtigkeit und ist super cool. Danach bin ich eigentlich auch schon fertig und ja, danach gehe ich meistens schlafen oder noch irgendwas anderes und ja. Und so, meine Lieben, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben für dieses Video, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir es auch schon beim nächsten Mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!